Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und ich hoffe, ihr habt noch Lust auf eine weitere Folge. Das letzte Mal war ja ein bisschen entspannter. Jetzt sind wir nochmal hier in dem Messhall, also in der Cafeteria sozusagen. So, speichern wir das Ganze nochmal. Ah ne, ich möchte gerne... Ich habe es mir anders überlegt. Nein. Kann ich jetzt hier einfach 2 rein? Ja, okay. 2. Safe. Ich meine, dieser Effekt, dass das so Sepia wird und so, das ist schon echt nett gemacht. Reden wir nochmal mit Cookie. Let me shake your hand, sir. Made me proud hearing how you bombed those jabs. Darf ich deine Hand schütteln, sir? Macht mich stolz zu hören, wie wir die Japaner bombardiert haben. Alles kein Problem. Hast du ein bisschen Kaffee? Oh, das ist unser Job, sowas könnte man sagen. Hab nur meinen Job gemacht. Klar, hier, bitte. Die Zeitungen sprechen davon, dass der Raid sehr erfolgreich war oder sehr, sehr positiv von dem Angriff. Ja, besser als in Singapur. Die Briten sprechen davon, dass es das Gibraltar des Pazifiks ist. Eine Festung. Japaner sind einfach reingelaufen und haben es genommen. Aber ich glaube, das mit der eine Festung war ironisch gemeint. Ich glaube, es wird ein langer Krieg, Klaus. Ja, das wird es. Das wird es. Gibraltar, ja, die ganzen britischen Kolonien sind schnell gefallen. Sprechen wir nochmal mit Bix. So, was denkst du über die Mission? Oder was hältst du von der Mission? Die japanischen Piloten waren gar nicht so gut, Sir. Was? Ich habe sie auch auf easy gestellt. Genau richtig. They should have torn us apart. Ah, ganz genau. Sie hätten uns auseinandernehmen sollen. Ah, mit unserer, also mit den Bomben, mit den schweren Bomben, hätten sie uns auseinandernehmen sollen wie rotes Fleisch. Und werden wir nicht nochmal machen. Wir hätten sie abwerfen können. Ah, gib mir ein bisschen Kaffee, Cookie. Ist verdammt kalt auf dem Deck. Ich glaube, der Skipper segelt in Richtung... Keine Ahnung. Was? Wirklich? Und? Hast du einen Blick auf die Hornet erhaschen können? Ihr Deck ist crammed, also voll mit 2 Engine Army Bombers. Ja, ich glaube B-24, ne? Ah, ich wünschte, sie würden uns sagen, was hier angeht, vorgeht. Ja, das ist der Doolittle Raid. Das konnte man in der letzten Folge schon so ein bisschen auf der Karte sehen. So, dann gucken wir nochmal ins Commander Quarters. Da ist niemand. Dann gucken wir nochmal ins Hangar Deck. Ah, hey, ich habe das mit den, das Jamming-Problem mit den Guns rausgefunden. Oh, das ist gute Neuigkeiten. Was war los? Ah, verdammte Bürokraten. Die Navy hat die Waffen nie unter Kampfbedingungen getestet. Wenn du ein High-G, also, ja, High-G... Kurve fliegst, dann ja, klemmt die Waffe und ich habe einfach ein Stück Metall so angepasst, dass es das nicht mehr passieren kann. Also wahrscheinlich hat dann die Gravitationskräfte haben wahrscheinlich so die Munitionszuführung irgendwie so ein bisschen verklemmt oder so verschoben. Und dann hat er da einfach so ein Stück Metall hingepackt, dass es nicht mehr passieren kann. Sehr gut. März 18, 1942. Ja, ihr habt euch bestimmt gewundert, oder sie haben sich bestimmt über die nächste Mission oder unsere aktuelle Mission gewundert. ja, wir sind auf jeden Fall nicht auf dem Weg
in die Tropen. Alaska. Männer, diese Mission wurde vom höchsten Level der Regierung genehmigt. Oha. In diesem Moment sind wir 600 Meilen südlich, also entfernt von der japanischen Küste, und die Hornet bereitet Armeebomber vor für eine Mission gegen Tokio. Danach werden sie auf einem chinesischen Flughafen landen. 600 Meilen ist ein ganz schön langer Weg für Armeebomber. Genau, und da kommt ihr ins Spiel. Oder kommt wir? Human? Nee, ihr ins Spiel. Unsere Aufklärungsflugzeuge haben ein paar Picket Boats gespottet. Fliegt raus und zerstört diese Boote. Bix, nimm dir einen Flügelmann und gib den Cover. Ja, Deckung, nur für den Fall. Die Patrouillenboote sind so gut wie tot, Sir. Wir müssen diese Schiffe versenken, bevor sie uns sehen und die japanische Flotte alarmieren. Achso, wenn das nicht klappt, dann müssen wir die Bomber zu früh starten. Eventuell zu früh starten, ja. Wenn ihr damit fertig seid, fliegt nochmal im Gebiet rum und vernichtet andere Aufklärer, Spürnasen oder sowas, könnte man sagen. Ja, das ist der Doodle Little Strike. Der wurde tatsächlich von der höchsten Ebene genehmigt und relativ mit der heißen Nadel zusammengeschustert. Und die Idee war, dieses Victory Illness, also wenn man sich zu selbst sicher ist, nachdem man immer und immer wieder gewonnen hat und denkt, ah, uns kann ja nichts mehr aufhalten, kennt jeder von uns, dann denkt man, oh, ich bin plötzlich richtig gut geworden, und dabei sind nur ganz viele Zufälle gerade in die richtige Reihenfolge, ganz viele Sterne haben sich in der richtigen Reihenfolge aneinander gereiht und so, dass einem das Glück zu gefallen ist, ohne dass man es wirklich bemerkt hat in der Siegesfreude. Und plötzlich ist das nicht mehr so. Plötzlich fällt einem dann auf, oh Mist, was ist denn jetzt los? Wieso bin ich jetzt plötzlich so schlecht geworden? Und dieses Ereignis, dieses Aufwachen daraus, versucht man jetzt mit einem Angriff auf Tokio zu machen. Also es geht einfach nur darum, den Japanern zu zeigen, okay, ihr habt Pearl Harbor angegriffen, wir greifen eure Hauptstadt an, und die so ein bisschen, ja, in Schrecken zu versetzen und auch vor allen Dingen die Zivilbevölkerung mit in den Krieg einzubeziehen, weil die bis jetzt ja eigentlich gar nichts daraus mitbekommen haben, ne? Und wie das halt so ist, Propaganda sagt, es läuft alles blendend, alles super, wir räumen das Feld von hinten auf sozusagen, aber wenn dann die Bomben bei dir vor die Haustür fallen, dann fragt man sich halt schon, wie jetzt? Kann nicht sein. Und der ganze Doolittle Raid ist auch gut gelaufen, und einige davon sind auch wieder zurück nach Japan, nach China geflogen und sind dann da abgesprungen. Und ich glaube aber, Doolittle selbst war dann relativ lange irgendwie in China unterwegs, bis er wieder in die USA gekommen ist. Okay, das ist keine Zeit zu quatschen. Okay, aber warum stellen? Ist auch egal. So. Ah, wir haben Chester schon mal überholt. Commander's Quarters, das ist auch keiner. Können wir hier nochmal speichern. Ob das jetzt irgendwie so genau was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber muss ich die Gespräche und das Briefing nicht nochmal machen? Auf zum Hangar. Hat er noch was zu sagen? Nee. Okay. Ich dachte. Sicher ist er. Egal. Was stand denn da so kurz?
Achso, und für alle, die sich fragen, warum das Wasser jetzt nicht mehr so mit Wellen ist und der Himmel auch nicht mehr mit Wolken ist, das sah ja schrecklich aus. Das habe ich ausgeschaltet. Was? Wo? Okay, ich drück nochmal A. Okay. Break Formation. Vollgas. Also ich hätte mit dem Flugmodell gar nicht so die Probleme, realistisch oder unrealistisch, womit ich Probleme habe. Nein! Ah. Na, okay. Ich sehe gar nichts. Was denn? Die da, oder was? Ach, ist das verwirrend. Ist einfach nur Sweep, Sweep. Die sind alle sehr nah dran, ne? Aber... Wie soll ich jetzt da hinten hin? Oder... Also ich finde es immer noch sehr unübersichtlich. Das ging bei Aces viel besser. Kann ich hier jetzt einfach... Ah ja, hier kann ich immerhin dann die Außenansicht drehen. Okay, dann sind das wohl die. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Habe ich Ordonnanzen? Ja. Aber mit denen weiß ich ja sowieso nicht, wie ich treffen muss. Okay. Ja, dann greifen wir mal die Dingens an. Entire. Machen wir nochmal Form Only. Jetzt hält das Spiel wieder an. Jetzt geht's weiter. Total komisch. Aber wo? Ich weiß es nicht. Kann man die nicht treffen? Kann ich sie nur mit Bomben treffen? Dann ist die Mission verloren. Kann ich aber jetzt sagen, hier. Hornet Enterprise Nevada ist auch hier. Attack Target. Wo auch immer das ist. Oder gibt Victim Camera Weapon. Ist das die Tag? Scheinbar nicht. Irgendwas ist wohl kaputt gegangen gerade. Ich würde sagen, das habe ich erwischt, oder? War hier nicht noch eins? Irgendwas explodiert die ganze Zeit. Wahrscheinlich wird jetzt gerade die Hornet angegriffen, ohne dass ich das irgendwie mitkriege oder die auch irgendwas sagen. Ach, das finden die schon raus. Ah. Okay. Okay, dann sagen wir einfach Break Formation. Ihr findet das schon raus. Ach, da unten sind noch welche, ne? Oder eins? Ich habe jetzt ein bisschen gedrosselt. Also diese Ansicht... Also jetzt habe ich nach ganz oben gezogen und hier eben nach ganz unten. Der Joystick... Also... Oh...
Keine Chance. Ja, der Anflug war auch unpraktisch. Aber Mann, Mann, Mann. Dafür muss ich sagen, ist es mit den Effekten schon cool, wie das so im Wasser hochspritzt und so, da keine Frage. Okay. War es das? Okay. Aber er hat nicht gesagt, Mission accomplished. Bin ich mal gespannt. Nice try. But we have given the word to launch the army bombers. Okay, netter Versuch, aber wir mussten die Bomber schon starten. Vermutlich war da wohl noch irgendwas. Die Japaner wissen jetzt, dass wir hier sind. Die Japaner hatten zu viele Patrouillenboote, Sir. War das so? Da war doch keins mehr. Aber es war gut, gute Arbeit. Die Scout-Flugzeuge abzuschießen. Was? Welche Scout? Ja, irgendwer, stimmt, einer wurde ja abgeschossen. Aber das, Ja, Sir. Wir haben nur unsere Pflicht erfüllt. Okay. Die Air Force Piloten, Army Air Force Piloten sind sehr sparsam mit ihrem Sprit. Vielleicht schaffen sie es. Ja, Gott helfe ihnen, falls sie in japanischen besetzten Gebieten landen müssen. Mussten sie, glaube ich. Abtreten, wegtreten. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich. Okay, wieder zurück zu Midway, denke ich mal. Nicht Midway, sorry, Pearl Harbor natürlich, klar. Also das ist schon cool gemacht hier, das gefällt mir sehr gut, dass hier auch die Zwischenschritte erklärt werden. Palmyra Islands. Ah, Verstärkung abgeliefert. Aufgetankt. Korallensee. Ah, jetzt sind wir sogar mit der Wasp zusammen. Ah, Port Moresby. Das australische Gebiet, ich glaube, ist der einzige Hafen, australische Hafen, der im Zweiten Weltkrieg von Japanern angegriffen wurde. So, Blick auf die Uhr. Machen wir mal eine 3 draus. Ja. Ja, ich denke, so kann man es weiterspielen. Ähnlich wie Strike Commander, das habe ich auch noch nicht ganz durchgespielt, aber das Replay davon ist beendet. Wird das wahrscheinlich im Endeffekt dann wieder was sein, was man irgendwann im Stream spielt. Aber ich habe so viele Spiele, die ich. Vielleicht muss ich. Ich muss einfach mehr streamen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch ein wenig gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt, vielleicht das ein oder andere Spiel selbst auszuprobieren, vielleicht sogar Pacific Strike. Lasst euch inspirieren von unserer Playlist oder schaut dienstags um 20 Uhr in einen Blätterabend bei Twitch. twitch.tv/prettyoldpixel in 1 durch. Da blättern wir in einer alten Videospielezeitschrift oder aber am Freitag, okay, diesen Freitag nun auch wieder nicht, es ist halt irgendwie freitags jetzt, ganz viele haben Geburtstag und deswegen fallen die Freitage jetzt aus, aber bald wieder freitags dann den Spieleabend. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wir sehen uns eventuell morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut, bleibt uns gewogen und gesund, bis dahin, tschüss!